ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist der Ministerpräsident. Lieber Herr Kretschmann, in Esslingen zu Gast ist eigentlich auch nicht mehr so ganz üblich bei Ihnen. Freut sich ein bisschen zurückzukommen? Das stimmt, ich könnte eigentlich öfter in Esslingen sein. Der Oberbürgermeister hat mir es gerade gesagt. Mir noch gar nicht selber so aufgefallen, aber es stimmt, dass ich eigentlich in den Städten um Stuttgart seltener bin, wie in denen, die weiter weg sind. Das glaube ich, muss ich immer korrigieren. Ja. Aber es ist ja schon so ein bisschen die Stadt auch ihrer Wurzeln, zumindest als Lehrer. Absolut. Und ich habe da sehr, sehr gute Erinnerungen. Das war die schönste Zeit, die ich als Lehrer hatte am Theodor Heuss Gymnasium. Das muss ich einfach sagen, habe ich sehr geprägt. Und deswegen ist mir natürlich Esslingen schon auch ans Herz gewachsen in dieser Zeit. Und ich komme immer unglaublich gern in diese Stadt. Ich bin hier natürlich viel öfter, als man glaubt, aber nicht offiziell. Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich habe Sie mal mit Ihrer Frau gemeinschaftlich irgendwo in die Weinberge fahren sehen. Also das habe ich da mal wahrgenommen. Ja. 2018, Neujahrsempfang der Grünen. Was wünschen Sie denn sich persönlich, den Bürgern in Baden-Württemberg, dem Land für dieses laufende Jahr? Ja gut, ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Gesundheitswünsche habe ich festgestellt in unserem Alter. Ich komme ja jetzt auf, werde ja jetzt dieses Jahr 70, sind keine Floskeln mehr. Ja. Also das ist ja die Voraussetzung, dass man so ein Amt ausüben kann. Dann hoffe ich, dass ich wieder mehr Zeit finde für die großen Linien, die man ja als Ministerpräsident ziehen sollte. Mein größter Wunsch ist, dass es mir weiter gelingt, dass die Gesellschaft in Baden-Württemberg zusammenhält. In der Demokratie wird gestritten, das ist ganz normal und auch richtig. Aber es muss ein zivilisierter Streit sein, der uns zusammenführt am Ende und nicht auseinandertreibt. Das ist das Wichtigste, aber natürlich auch von den Sachthemen her. Nachhaltigkeit, da vor allem natürlich der Klimaschutz, Digitalisierung menschenfreundlich gestalten, in der Bildung wieder nach vorne kommen, das sind so die großen Ziele in der Sache. Ja. Klimaschutz haben Sie gerade angesprochen, dazu vielleicht einen Satz. Was kann denn jeder einzelne Bürger dazu beitragen, dass wir weniger CO2 emittieren? Zum Beispiel, bei uns werden ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen. Ja. Ich glaube, das ist eine, da zu schauen, dass wir davon wegkommen. Mhm. Das schont die Umwelt und das Klima ungemein. Mhm. Wir müssen zum Beispiel sehen, 20% der Treibhausemissionen kommen aus der Ernährung, aus Landwirtschaft und der Ernährung. Das heißt, wenn wir das mal eindämmen können, da geht uns ja nichts ab. Ja. Das bedeutet ja nur ein bisschen bewussteres Verhalten. So leicht und ohne irgendwelche Beschwerden kann man das Klima mit was anderem nicht schützen, als einfach gucken, dass man nicht so viel Lebensmittel wegschmeißt. Ganz zum Schluss noch die Frage, wie kamen Sie denn bitteschön auf die Sardinenbüchse? Es war einfach ironisch gemeint. Ich weiß aus langer Erfahrung, keine Ironie in der Politik, ging immer daneben. Das habe ich mich mal wieder dazu verleiten lassen und es ging halt daneben. Aber es ist gut, dass Sie trotzdem noch den Humor haben. Ja, weil ich meine, das ist natürlich ein gutes Auto. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, ich arbeite im Auto und nicht, dass ihr denkt, ich fahre da mit einer Luxuskarosse quem durch die Gegend, schlafe und gucke den blauen Himmel an. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, ich arbeite dort, ich bin ziemlich eingeengt und es ist jetzt nicht so ein Wohlfühlfahrten. Natürlich ist die Daimler S-Klasse keine Heringsbüchse. Natürlich nicht. Das ist ja klar. Dankeschön. Bitte. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass ich extra eine grüne Brille anhabe wegen Ihnen? Ah, toll. Das ist nicht schlecht, oder? Ja. Das wäre doch eigentlich eine Ministerpräsidentenbrille. Naja, ich ziehe ja schon immer grüne Krawatten an und immerhin habe ich grüne, so ein bisschen drin, bisschen angegrünte Bügel, das reicht. Wir sagen ganz herzlichen Dank und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Danke. Dankeschön fürs Reinklicken. Ciao. Danke. ESTV, Videos aus der Region.